Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal bei der DAFEBCON 23 moderieren darf. Ich bin Janja Dörsch und heute ist bereits der Donnerstag, der 2. März. Wir freuen uns sehr, wenn Sie über unsere Konferenz berichten und bitten Sie dabei, einfach Kürzel DAFEBCON zu verwenden. Unser nächster Beitrag wird Herr Hermann Sassmann gestalten. Er ist Pädagoge und geprüfter E-Teaching-Experte. Beim ÖEF arbeitet er an der Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien für den DAF- bzw. DATS-Bereich. Und zusätzlich betreut er die Lernplattform Mein Sprachportal. Das ist nicht sein erster Auftritt bei der DAFEBCON, aber es ist trotzdem eine kleine Premiere. Wir werden nämlich mit Herrn Sassmann die erstmaligen Einblicke in das neue Design der Lernplattform bekommen. Ich bin schon sehr gespannt. Herr Sassmann, bitte. Ja, danke Janja für diese tolle Anmoderation. Sehr gerne. Ja, also mittlerweile ist es das 5. Jahr, dass ich hier präsentieren darf und ich freue mich immer sehr und es zeigt, wie schnell die Zeit immer vergeht. Ja, es ist so ein richtiger Fixpunkt im Kalender geworden. Ich sehe es an den Gesichtern und Namen, die ich hier auch schon wieder erkenne, dass das nicht nur bei mir der Fall ist. Ich begrüße recht herzlich alle aus Wien. Ich bin im Integrationszentrum des ÖEF und wie Janja schon sehr gut gesagt hat, ich habe heute eine Premiere, die ich vorstellen darf. Wir haben unsere Webseite neu gestaltet, das Sprachportal, das viele von Ihnen ja schon kennen auch. Das wissen wir aus den letzten Jahren auch schon. Das war immer wieder Thema und wir konnten immer wieder neue Produkte auch vorstellen, die wir da zur Verfügung stellen. Und jetzt natürlich im Laufe der Zeit war eine Modernisierung notwendig und es wird in Kürze dann online gehen und ich darf jetzt auf dieser Konferenz mal erste Einblicke zeigen und Ihnen das vorstellen, wie sich das dann ändern wird oder was sich überhaupt ändern wird. Ich teile dazu jetzt mal meinen Bildschirm. Ich werde den ganzen Bildschirm freigeben, weil ich habe gesehen, dass das bei der Probe besser funktioniert hat. Super, wir sehen schon die Präsentation. Danke. Okay. Sehr gut, danke Jana. Das Sprachportal ist die größte kostenlose Deutschlernplattform Österreichs. Und ich schaue jetzt mal an. So, ich habe hier jetzt kurz eine kleine Gegenüberstellung gemacht. Die Plattform ist seit mindestens 10 Jahren jetzt in Betrieb und da hat sich natürlich sehr viel getan. Und wir haben auf die Userinnen und User gehört und haben jetzt geschaut, dass wir ein neues Userinnenleitsystem aufbauen können. Sie sehen es hier bei dem alten Sprachportal. Da gab es kaum eine Möglichkeit, die Niveaustufe zu erkennen. Es war oft sehr unübersichtlich im Laufe der Zeit, weil es halt einfach immer gewachsen ist. Es wurde immer größer. Wir haben immer mehr Produkte zur Verfügung gestellt. Es war immer mehr Bedarf da. Man hat es auch in den anderen Vorträgen jetzt schon gehört, gestern und heute, seit 2015. Ich glaube, alle Teilnehmenden wissen, das hat sich so viel getan. Es kam dann Corona hinzu, wo auch ein erhöhter Bedarf war an viel Online-Materialien. Und jetzt geht's halt dementsprechend auch noch weiter. Und ich zeige noch mal kurz. Ich hoffe, das funktioniert. Ich öffne das Sprachportal, so wie Sie es bisher kennen. Genau. Genau. Sehen wir schon. Sehr gut. Und Sie sehen hier, dass halt im Endeffekt, wir haben das zwar farblich versucht zu gestalten, aber wenn man dann eine Ebene beispielsweise tiefer geht, dann konnte man halt nicht sofort erkennen, okay, meine Niveaustufe vielleicht, ich unterrichte einen A2-Kurs oder ich bin Teilnehmender oder Teilnehmende in einem A2-Kurs. Wie finde ich jetzt meine Unterlagen? Wie komme ich dorthin? Und das Ganze haben wir jetzt neu gestaltet und geändert. Und in Zukunft, Sie sehen es eh hier, ich habe es auch angemerkt auf der Folie, wie viele Inhalte wir da drinnen haben werden. Also über 5000 kostenlose Übungen, Audios und Videos, hunderte Online-Übungen. Es finden auch täglich Live-Kurse statt mit zertifizierten Trainerinnen und Trainern. Das sind in der Woche in der Regel über 30 Live-Online-Kurse, die da stattfinden. Und Hauptaugenmerk vor allem, was sich dann verbessern wird, ist die mobile Darstellung auf mobilen Endgeräten, weil halt einfach die meisten Userinnen und User heutzutage mit mobilen Endgeräten zugreifen. Und ich habe jetzt hier diese
Steuerung, dieses neue User-Leitsystem, das ich Ihnen schon angekündigt habe, wo wir über diese Niveaustufen die Lernenden schneller zu ihren Lernmaterialien, zu den Übungen und zu den Prüfungsterminen, die Sie betreffen, leiten wollen. Sie sehen es oben, gibt es diesen Deutschlernen-Button. Das wird eines der Hauptelemente auf der Startseite dann sein. Das heißt, der Zugang wird direkt passieren. Und ich öffne jetzt mal hier diese neue Seite. Und jetzt sollten Sie das schon sehen. Und das ist im Prinzip jetzt schon die Live-Seite, wie sie dann aussehen wird, für die Rubrik Deutsch lernen, wo die Lernenden dann über diese Farben und die Niveaustufen gesteuert werden. Das zieht sich dann auch weiter durch bei den Produkten. Wir haben dieses Farbleitsystem wirklich auf unsere komplette Produktpalette übertragen und alles getaggt. Und man kann dann auch, scrolle hier kurz nach oben, hier ganz rechts oben sehen Sie dann auch ein Suchfeld. Das heißt, selbst bei der Suche, wenn Sie das dann eingeben, A2 lernen beispielsweise oder A2 lesen, dann kommen Sie direkt zu diesen Produkten, weil die alle durchgängig getaggt wurden. Kommen nochmal zurück zur Präsentation, damit wir hier eine Beispielseite mal sehen, die ich jetzt vorbereitet habe für diese Präsentation, eine Niveau A2-Seite zu den Lernmaterialien. Und hier sehen Sie schon diese Tags, die ich gesagt habe. Wir haben hier beispielsweise jetzt das Unterrichtsmagazin und da haben Sie diese kleinen runden farblichen Buttons mit A2 und A1. Und dann sieht man sozusagen immer gleich beim entsprechenden Material, für welche Niveaustufe das geeignet ist. Das heißt, das hilft sowohl den Lernenden als auch den Lehrenden, die Materialien ganz schnell zu finden. Und wenn man hier beispielsweise eben über diesen Button, den Sie gesehen haben, Niveau A2 klickt, kommt man direkt hier hinein und ist gleich bei den Lernmaterialien. Und eines unserer Top-Produkte ist auch dieses kostenlose Unterrichtsmagazin, das viermal im Jahr erscheint. War auch schon öfter Thema hier bei der Webcon. Und Sie sehen, wenn ich hier auf Download klicke, dann kann ich das sofort beziehen und ich hätte sofort die Datei. Also es geht mittlerweile dann viel, viel schneller und viel, viel übersichtlicher, als es bei der alten Plattform noch war. Zusätzlich gibt es dann auch Filtermöglichkeiten hier rechts. Ich blende das mal kurz ein. Das heißt, man kann nach sehr, sehr vielen unterschiedlichen Sachen filtern. Ich komme da später dann noch mal kurz darauf zurück. Jetzt gibt es dann noch eine zweite Hauptzielgruppe und das ist, glaube ich, ein Großteil der Teilnehmenden hier auf der Webcon. Das sind die Unterrichtenden. Und auch die, für die haben wir uns was überlegt, denn die Niveaustufen, das ist dieses eine Leitsystem und wir haben noch ein zweites implementiert, wo wir eher über die Produkte ansprechen möchten. Das heißt, Unterrichtende können natürlich genauso über die Niveaustufen wie die Lernenden selbst Materialien, Online-Übungen, Prüfungstermine etc. sofort finden. Aber es gibt dann diesen Button hier auch, sehr präsent auf der Startseite für Deutsch unterrichten. Und damit leiten wir dann sozusagen die Unterrichtenden. Ich habe es jetzt schon aktiviert. Sie kommen dann direkt hin, entweder auch über das Sprachniveau. Hier sehen Sie vielleicht, dass jetzt Alpha drinnen ist, was bei den Lernenden noch nicht der Fall war, weil das für die nicht so relevant ist, weil selbstlernend Alpha ist dann etwas schwierig über die Webseite zu machen. Aber wir haben es hier bei den Unterrichtenden mit eingebaut. Und oben, wenn wir hier schauen, haben wir sozusagen die Produkte. Das heißt, unser Unterrichtsmagazin Deutschlernen, den Österreichspiegel oder Materialien für den Unterricht, wo Sie direkt über die Produkte dann hinkommen zu Ihren Materialien. Dasselbe betrifft oben auch diese Hauptnavigation, wie Sie hier sehen. Das heißt, hier auch bei Deutschlernen beispielsweise geht das direkt über die Niveaustufen. Und wenn man hier reinklickt, kann man wählen Online-Lernen, Lernmaterialien, Kurse oder Prüfungen. Und wenn ich jetzt die Lernmaterialien auswähle, dann komme ich direkt dorthin zu dem, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und ich bin schon bei den Lernmaterialien. Andersrum bei den Unterrichtenden beispielsweise, wo wir ja auf die Produkte fokussiert haben. Da sehen Sie alle unsere
Produkte, die die meisten von Ihnen ja auch schon kennen und nutzen im Unterricht. Ich gehe hier auch wieder auf das Unterrichtsmagazin Deutsch lernen. Das heißt, Sie sind dann direkt gleich beim Unterrichtsmagazin und Sie können sich hier eines der Magazine sofort kostenlos downloaden und im Unterricht verwenden. Oder wahlweise natürlich auch, es gibt das auch als Abonnement österreichweit, wo Sie das beziehen können. Ich komme nochmal zurück zur Präsentation. Wie gesagt, hier über die Produkte, diese Steuerung für die Unterrichtenden. Wir haben den Online-Übungsbereich auch komplett neu gestaltet. Da ist jetzt die ganz große Veränderung, das kann ich hier jetzt nicht so gut herzeigen, die mobile Version. Denn bisher waren die Online-Übungen mobil wirklich schwer machbar. Es war alles so klein am Smartphone und wir haben da wirklich das technisch komplett neu programmieren lassen. Und die Erfahrung für die Online-Übungen wird jetzt definitiv sehr viel besser sein für die Lernenden, wenn sie hier diese Übungen machen. Ich zeige mal kurz, was wir da im Angebot alles drinnen haben. Diese 360-Grad-Panoramabildübungen, das sind quasi die beliebtesten Übungen im Moment, die wir haben, die sehr gut ankommen und die sind jetzt noch viel, viel besser gestaltet und ideal wirklich für Smartphone aufbereitet. Wir haben dann so Doodle-Clips, das sind Übungen. Sie sehen es hier so in einer Art Comic-Stil, auch mit ganz, ganz vielen Übungen auf den Niveaustufen A1, A2 und B1, die zur Verfügung stehen. Dann haben wir Lernpodcasts, die werden jetzt auch noch immer weiter ausgebaut, wo zugewanderte Personen aus Österreich erzählen, wie es ihnen hier geht. Und auch auf die Niveaustufen, Sie sehen es, von A1 bis B2 hinauf sogar, gibt es da authentische Lernpodcasts bei den Online-Übungen. Der Vokabeltrainer ist eher für den Einstieg gedacht. Das ist ganz basal mit Bildzuordnungen und Wortzuordnungen auf A1-Niveau. Und dann haben wir auch noch einige Videos drinnen, die jetzt interaktiv gestaltet wurden. Das heißt, die Videos stoppen dann zwischendrin und dann kann man erst sozusagen das Video weiter sehen, wenn man die Fragen richtig beantwortet. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt man wieder zurück und sieht die eine Sequenz nur nochmal. Das heißt, man muss nicht immer das ganze Video von vorne ansehen. Da haben wir zwei Rubriken dafür drinnen. Und zur Prüfungsvorbereitung haben wir ja auch schon vorhin einen tollen Beitrag gehört aus Griechenland. Die Prüfungsvorbereitung, wie wichtig die ist und wie das vonstatten gehen kann. Und da haben wir eigene Online-Übungstests drinnen, wo man sich vorbereiten kann für eine Prüfung, auch auf den Niveaustufen A1 bis B2. Und es gibt dann immer Anmerkungen nach unten. Das heißt, was könnte noch interessant sein für die Lernenden? Was ist noch alles im Angebot? Ja, eine App und so weiter, die wir bieten. Und wir haben auch immer Trainerinnen und Trainer gebeten, das anzusehen und das mal auszuprobieren und uns Feedback zu geben. Das ist auch alles hier mit eingeflossen. Also wir haben wirklich mit den Zielgruppen direkt gearbeitet, mit den Lernenden wie auch mit den Unterrichtenden, um diese Plattform neu zu gestalten. Es gibt auch weiterhin die Live-Online-Kurse. Die sind im Prinzip seit der Corona-Pandemie gestartet. Und auch wirklich ein ganz, ganz tolles Erfolgsprodukt mittlerweile geworden. Und anfangs war es ja nur gedacht als Übergangsphase, solange die Unterrichtseinheiten nicht in Präsenz stattfinden konnten. Und es war aber dann so beliebt und wir haben so viele Teilnehmende bei diesen kostenlosen Kursen, dass wir es weiter beibehalten und sogar spezifisch immer noch eigene Kurse anbieten für Berufsprojekte beispielsweise oder auch schon für B2. Also wir sind hier bei, Entschuldigung, jetzt bin ich zu schnell gewesen, wir sind ja auch schon sozusagen bei der Niveaustufe nochmal einen Schritt hinaufgegangen. Ich zeige das auch ganz kurz, wie das dann aussehen wird. Wir haben ein Erklärvideo produzieren lassen, wo Sie ganz kurz sehen, wie man hier teilnimmt. Wie gesagt, die Kurse sind vollkommen kostenlos auf den Niveaustufen A1 bis B2 und finden wirklich täglich statt. Es gibt auch
sehr fixe Kurszeiten, was das betrifft. Das heißt, es finden täglich die Kurse fast zum selben Zeitpunkt statt. Dann kann man sich besser daran orientieren. Und Sie sehen es hier, wir haben sozusagen A1-Kursräume, erste Schritte in Österreich und der normale A1-Kursraum und auch der A2-Kursraum. Und dann gibt es immer bei sehr vielen Kursräumen auch so Zusatzkurse und Erweiterungskurse. Und hier ist der bereits erwähnte B2-Kursraum noch. Wir können uns auch noch kurz den Stundenplan anschauen. Ich zeige Ihnen das auch noch. Das sieht dann so aus, damit Sie mal einen kurzen Einblick bekommen, wie viele und welche Kurse da genau angeboten werden. Wir haben hier jetzt ganz oben diese ersten Schritte und Einstiegskurse auf A1. Bitte lassen Sie sich da jetzt nicht in die Irre führen. Wir haben noch viel, viel mehr Kurse, aber das wird immer täglich aktualisiert. Und Sie sehen es, das ist jetzt ab 2.3. Da sind die Kurse nicht mehr drinnen, die von Montag, Dienstag und Mittwoch schon stattgefunden haben. Das heißt, die für nächste Woche kommen dann noch hinein. Also das Kursangebot wird hier dann für nächste Woche noch erweitert. Und hier sehen Sie die A2-Kurse und auch B1. Da gibt's dann schon mehr, da geht's schon mehr in die Sparte Beruf, ja, Sprache für den Beruf. Sie sehen's Hotel- und Gastgewerbe und Einblick in den Lebensmittelhandel. Es ändert dann natürlich wöchentlich dieser Themenbereich und unten noch ein B2-Kurs, der auch diese Woche stattfinden wird. Ich gehe jetzt noch mal kurz zurück und möchte Ihnen bei den Lernmaterialien noch etwas zeigen, das vielleicht für Sie noch interessant ist, nämlich was ganz neu dann reinkommt, sind diese Alpha-Start-Materialien. Das sind Materialien zur Alphabetisierung mit lautbasiertem Ansatz. Es sind 35 Lektionen mit 175 Audios, Wortbildkarten, Lauttierkarten, und das wurde auch in einer Erprobungsphase in 50 Alpha-Kursen erprobt. Auch das wird alles vollkommen kostenlos zum Download zur Verfügung stehen. Und Sie können das dann sozusagen über das neue Sprachportal alles präsentieren. Ich bin jetzt schon dann am Ende von meiner Präsentation. Wunderbar. Es ist nämlich, ich glaube, es ist zeitlich, glaube ich. Ich habe jetzt nicht. Perfekt. Aber es ist eine interessante Frage im Chat gestellt worden, ob man auch als Kursleiterin hospitieren kann, sozusagen. In so einem Online-Kurs? Mhm. Natürlich, ja. Das können einfach, Sie können sich an uns wenden. Da würde ich dann bitten, einfach die E-Mail-Adresse dafür wäre sprache@integrationsfonds.at. Einfach da kurz uns kontaktieren, bitte. Meine Kollegin wird das in den Chat stellen noch, diese E-Mail-Adresse. Und dann können wir das organisieren, ja? Sehr gerne. Ich möchte noch kurz sagen, also die Plattform ist jetzt fast fertig, weil das könnte vielleicht eine Frage sein, wann das online geht. Mhm. Wurde also gestellt und schon vor der Kollegin beantwortet, genau. Ah, okay. Aber gerne wiederholen, okay. Weil Chat wird dann nicht mehr natürlich übertragen. Das heißt, für die Aufzeichnung ist es super, wenn Sie nochmal sagen, ab wann die Seite tatsächlich live geht. Okay, also den exakten Termin, der steht noch nicht fest, weil das ist natürlich bei diesen Sachen, müssen wir dann noch wirklich schauen, dass das alles reibungslos funktioniert und dann passt. Aber also wir rechnen auf so im zweiten Quartal jetzt. Also im März wird sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr auskennen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, ja, aber sehr, sehr zeitnah auf jeden Fall, ja. Also einfach immer wieder mal vorbei kommen. Ja, also das alte Sprachportal, Sie werden es definitiv bemerken, ja, weil das alte Sprachportal wird dann nicht mehr aufrufbar sein. Die URL, es bleibt alles gleich, ja, was Sie gespeichert haben. Das heißt, Sie sollten dann auch, wenn Sie alte URLs oder so gespeichert haben von unseren Magazinen oder so, direkt an die richtige Stelle am neuen kommen. Oder wenn nicht, dann, wenn Sie da Fragen haben, wenden Sie sich auch wieder an uns. Aber es wird einfach das Alte auch komplett ersetzen. Ja. Sie werden es definitiv merken. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Ja, ich stoppe danke hier auch. Schon mal die Aufzeichnung. So. Aufzeichnung.